Auf screener.com lassen sich spielend einfach kostenlose Erklärvideos erstellen. Dazu meldet man sich an mit seinem entsprechenden Benutzernamen in einem der sozialen Netzwerke oder dem Google und Yahoo Account. Wenn man das gemacht hat, kann man einfach auf Record klicken und es öffnet sich ein Fenster, das die Aufnahme ermöglicht. Man muss noch Screener erlauben, auf die eigenen Mikrofone zuzugreifen und kann dann den entsprechenden Bereich, den man aufnehmen möchte, einstellen. Es gibt auch am unteren Rand die entsprechende Größe wählbar, wie das Video dann eben geschnitten sein soll. Ich empfehle hier 1280 x 720, was dann auch einer HD-Qualität entspricht. Das auf den entsprechenden Bildschirm am Ausschnitt einstellen und dann auf dem roten Knopf die Aufnahme beginnen. Bis zu 5 Minuten sind möglich. Wenn man aufnimmt, kann man dann entsprechend auch auf den einzelnen Webseiten erklären, was man gerade macht. Und am Ende der Aufnahme auf den grünen Knopf drücken für Dann. Hat man das getan, kann man sich den eben erstellten Screencast, das Erklärvideo anschauen. Und wenn man damit zufrieden ist, noch eine kurze Beschreibung hinzufügen. Und bei Publish das Video veröffentlichen. In etwa dauert das ungefähr so lange wie der Video selbst, bis dann die Veröffentlichung vollzogen wurde. Man bekommt dann einen Link, über den das Video erreichbar ist, kann das Video weiter teilen, über die sozialen Netzwerke verbreiten, auch einen iframe-Code hier für die eigene Homepage oder das Blog herunterladen, um es dort eben einzubinden. Und man kann das Video auch herunterladen als MP4-Datei oder direkt vom Internet ins Internet auf YouTube veröffentlichen. So einfach geht ein Screencast mit Screener.